Ja, hallo, ich bin Navari und CoolLife hat mir wieder eine Kamera zur Verfügung gestellt. Und zwar die H953. Ich kenne diese Kamera noch nicht. Ich kenne aber schon Kameras von CoolLife. CoolLife hat relativ coole Kameras im Angebot, wie zum Beispiel die H8201, die mit der Dualoptik. Die Bildqualität von der ist richtig klasse, die Tonqualität ist. Nee. So, ich ziehe hier gerade die ganzen Schnipsel ab. Hier ist ein Stern drin. Check IR-LED Battery. Was mir an diesem Menü wieder nicht gefällt, dass im Hintergrund die Kamera aktiv ist, so halbtransparent. Das mag zwar modern sein, aber es ist schlecht zu lesen. Also, es wäre schön, wenn ihr das einfach nur schwarz oder blau macht. Die Schrift. Art und Schriftgröße in dem Menü ist schön zu lesen. Ich kann die gut entziffern. Ich habe die Kamera jetzt eingestellt auf 1080p. Sie könnte auch mit 1520p arbeiten, zeigt dann aber an, ey, ich mache dann nur 20 FPS. 20 FPS ist mir zu wenig. Ich gehe dann lieber auf 1080p und vergrößere das, was ich mir vergrößern möchte. Kommt jetzt hier an den Baum und bleibt hängen. Ja, so gut. Bleibt jetzt hier für ein paar Wochen hängen, soll sich beweisen und dann sehen wir uns bald wieder. Die Kamera hat unten ein Kamerastativ und den Anschluss für 6 Volt externe Spannungsversorgung. Sie ist ein bisschen anders geformt, nicht so kastenartig, eher unförmig. Ist im Wald relativ wichtig, weil so eine etwas unförmige Optik ist für Tiere nicht so schreckhaft. So ein viereckiger Kasten, das ist eher schreckhaft. Aber warum macht ihr das Hinterteil immer schwarz? Wieso bedruckt ihr das nicht? Verstehe ich nicht. Könnt ihr doch machen. Tarnoptik. Aber nein, ist kohlrabenschwarz. So. Ein schönes großes Loch haben wir hier, da passt ein ordentliches Schloss durch. Hinten haben wir eine Aufhängung, wo ich sie, wenn ich den Gurt oben durchstecke, eher so aufspannen kann. Wenn ich den Gurt unten durchstecke, kann ich sie eher so aufspannen. Durch beiden passt auch noch ein Stahlseil durch, da ist auch noch so eine Öse ausgelassen. Das Gehäuse, ja, ist stabil. Ich weiß nicht genau, ob normalerweise eine Speicherkarte mitgeliefert wird. Bei mir war keine drin, aber es war der übliche Gurt drin, das übliche Kabel und die Wandhalterung war auch mit bei. Ich habe ja noch was vergessen. Bei der H953 von CoolLife ist leider wieder nur eine kleine Speicherkarte verbaut. Aber na gut, man kann ja nicht immer alles haben. Ihr seht es ja selbst, diese Kamera passt sich hier richtig gut rein. Die Qualität ist hervorragend für diese Kamera. Die ist unsichtbar, kommt auch noch dazu. Man sieht die LEDs nicht mit bloßem Auge. Und das Reh, was hier vorbeigegangen ist, das hat vielleicht die Kamera bemerkt. Hier ist irgendwas, hier wurde was manipuliert, aber es hat sich nicht erschreckt. Fand ich gut. Deswegen bleibt die jetzt hier. Mal gucken, ob jetzt Schnee kommt. Dann muss ich noch kurz vorher frische Batterien reinpacken. Es sind jetzt im Moment nur 4 Stück drin. Ich bin gerade bei einem großen Batterietest. Und dann werden wir weitersehen, was hier passiert. Was wollte ich noch sagen? Ach so, was mir an dieser Kamera nicht gefällt, ist, dass eine kleine Speicherkarte eingebaut ist. Große Speicherkarten haben nicht nur einen Speicher in diesem Gehäuse, sondern meistens auch noch eine kleine Schutzelektronik. Wenn man die Karte rauszieht, verursacht die Schutzelektronik, dass der letzte Speichervorgang abgebrochen wird und geschlossen wird. Das kann die, allerdings nicht immer. Die Datei ist dann höchstwahrscheinlich beschädigt, kann nicht mehr gelesen werden, aber die Oberfläche des Speichers bleibt intakt. Deswegen finde ich es besser bei batteriebetriebenen Geräten, wenn große Speicherkarten verbaut werden,
weil die Batterien können irgendwann versagen und dann das Gerät bricht alles ab, weil die Spannung zusammenbricht. Die Elektronik in diesen großen Speicherkarten kann dann die Speicherkarte noch schützen. Die kleinen, da ist es eine sehr große Glückssache. Also ich komme in ein paar Wochen nochmal her, sammle die nächsten Aufnahmen ein und dann packe ich sie alle hinten ran. Seht ihr in der nächsten Sequenz. So, ich bin jetzt wieder bei meiner Q-Life H953. Die Kamera, die sich wirklich sehr gut ins Bild hier einpasst. Durch ihre etwas unförmige Form, durch ihre mehreren Kanten, passte sich hier wunderbar rein, hat eine schöne Farbe, ist so Baum- und Wurzel- und Moosfarben. Also gefällt mir. Und die hat ja auch eine schöne Aufnahmequalität. Gucken wir mal, was jetzt drauf ist.